Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2 Scroll of the First Edition. Letzte Woche kamen ja dann doch keine Videos. Das lag daran, weil ich dann bei der Aufnahmesession unterbrochen wurde, nicht weiter aufnehmen konnte. Jetzt kann ich wieder aufnehmen. Also diese Woche sollte eigentlich genug da sein. Also dass wieder 4 Videos pro Woche kommen. Wir haben letzte Folge dieses Leuchtfeuer entdeckt, wofür ich ziemlich dankbar bin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück nach Majula und pimpen unsere Axt, weil wir, glaube ich, genug glitzerndes Titanit dafür haben. Und dann kann die bald mal das Heideritterschwert ablösen. Was ziemlich nice wäre. So. Yep. So, ist es stärker? Gucken wir direkt. Wie viel haben wir jetzt? Genau, da kann ich das ja sehen. 408 und mit der Axt 413. Sollte eigentlich stärker jetzt sein. Eigentlich haben wir. Mal gucken. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Axt. Wir können, glaube ich, noch ein Level-Up machen. Genau, nee. Habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Steigen wir mal auf. Und was skaliert die Axt denn? Also, außer mit Willen. Sie skaliert mit Stärke. Ich bin versucht, etwas in Stärke zu setzen. Wobei Willen... Wir machen erstmal die 50 Willen voll. So. Welches Level sind wir eigentlich? Und irgendjemand wollte mein Soul Memory... Soul Memory sehen. Soul Memory. Da, oben rechts. 1,299... Ne, 1,3 Millionen. So, back to hier. Habe ich das nicht aktiviert? Ach, da! Boah, hab schon Schreck bekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte schon, wir müssten jetzt wieder laufen, weil ich es irgendwie nicht aktiviert habe, aber ich bin ja davon gereist, deswegen hätte das eigentlich nicht sein können. Egal, alles gut. So, dann wollen wir gleich mal die neue Axt ausprobieren. Niemand hat mich gehört. Alles gut. Ich höre nämlich schon wieder hier die komischen fetten Typen rasseln und ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Nehme ich nämlich nur ihn. Was ich kann. Ui! Ui! The damage is real! I like it. So, wo geht's denn hier lang? Genau, hier kamen wir zu dem Pyromanten, der uns das eine Mal das geschreddet hat. Aber eigentlich. Das Schild müsste eigentlich nicht schlecht gegen sein. Oder zählt Pyromantie als magischer Schaden? Nee, das ist Feuerschaden. Habe ich ein Schild, was viel Feuer blockt? Oh, kannst du nicht ein bisschen warten, Dude? Mann. Oh, da ist er. Hallo. How about no? 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 Go away? Das Spiel können wir auch zu zweit spielen. Bloß, dass er mehr Schaden macht. Fuck! Aber mein Schild fängt ganz gut Schaden ab. Oh Gott, das wird ja was. Ich versuche mal was. Mal gucken, ob das klappt. Das wäre ziemlich cool. Versuchen jetzt quasi unter mich zu locken irgendwie. Um dann auf ihn zu springen. Aber mein Schild blockt fast allen Schaden. Das ist schon mal ganz gut. Hoppala. In etwa... So in cool. Gott, ich mache mal gar keinen Schaden. Aber das Schild blockt halt zum Glück alles. Das ist echt ein super Schild für sowas. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, das macht dann doch ein bisschen Schaden. Jetzt heilt er sich. Zack. Oh Gott, das wird so ein zu Tode gequäle. Ah!
Da müsst ihr ja nicht irgendwann keine Zauber mehr haben? Aber ich finde dieses Treppenhaus eigentlich ganz gut dafür. Das bietet sich an. Na, Bitch, hast du keinen Zauber mehr? Oder hat er unendlich? Wenn ich so eine Säule erwischt, habe ich Probleme, weil die Schaden macht. Oh Gott! Pyromantie ist halt ziemlich geil für PvP. Zumindest ist das so, was ich so gelesen und gehört habe. Deswegen reckt er mich. Ne, er reckt mich nicht. Es ist halt einfach. Wir können beide nichts machen, weil wir beide keinen Schaden wirklich austeilen. Ah! Schaden. Das noch ein paar Mal, dann habe ich. Oh Gott, oh Gott. Just Dark Souls Things. 10 Stunden auf irgendwas Rotes einhacken. Oh Gott! Und dann wegen so einem kleinen Scheißfehler verrecken. Ich glaube, ich benutze hierfür auch eher meine große Heilung. Weil die. Das kann ich für Emergencies aufheben. Fuck. Muss ich irgendwie wieder um hier rumkommen. Dann komme ich hier wieder rein. Das ist eigentlich perfekt hier. Hier kann ich alles dodgen. Er hat scheinbar Probleme, mich anzuvisieren. Ja, komm doch her. Was macht er denn jetzt? Ich bin übrigens gespannt, ob du jetzt bei Dark Souls 3 gibt es ja jetzt dann dieses Mana-System wieder, was es damals bei Demon's Souls gab. Zuletzt. Bin ich mal gespannt, wie sich das spielt. Oder ob sie es noch wieder ändern. Also in der letzten Beta oder im Playtest war das ja so. Habe ich selber nicht gespielt, aber ich habe es bei jemandem gesehen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Wird sich auf jeden Fall anders spielen als das hier. Und ich hoffe, man hat dann auch keine spammenden NPCs mehr. Die ist echt. Ah, nervig. Geh weg. Sollte vielleicht auch nicht in der Lava stehen bleiben. Kann ich ihn vergiften? Dafür habe ich definitiv nicht mehr genug Pfeile. Was haben wir denn noch so? Da hacken wir weiter auf ihn ein. Ohoho. Ist das Damage? So dass sie. Warum mache ich ihm auf einmal so viel Schaden? Get wrecked. Ah, damit kann er sich heilen. Damit kann ich mich aber auch heilen, ist das Gute. Seht ihr? I can heal if I want to. And he's down. Nice. Hätte ich das früher gewusst, dass ich so viel Schaden mache? So, dafür kriege ich nichts. Menschenbild doch, ein Menschenbild und 8000 Seelen. Yay. Yeah. Party Hard, der wird auch nie wiederkommen. Ja. Lügner voraus. Okay, das war wahrscheinlich auf das Phantom bezogen. Geschafft. Einzelkampf wird benötigt. Hilfe? Wo bin ich denn jetzt? Oh. What the fuck? Ach, das sind die Dinger, die ich vorhin. Da oben kommen wir her. Ja, Einzelkampf wird benötigt. Einzelkampf wird benötigt. Komm her, Bitch. Bring it on. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich einfach instant tot sein. Oh Gott! Vermutung war gar nicht. Oh, what the fucking. Alter! Holy shit! Diese Szene von denen sind mega creepy. Warum sind davon so viele da? Ich denke mal, ich kann das eh nicht blocken. Deswegen machen wir einfach den hier. Ach, die sind blind und hören mich nur, oder? Rolled. Not rolled.
Ausdauer? Okay. So, das war Nummer 1. Ist die Frage, kommen die öfters? Weil dann möchte ich hier nicht sterben. Aber sowas von nicht sterben. Das wäre... Aber man kann wunderbar durch die Angriffe... Alter, die haben ja nur Zähne im Maul. Was ist denn bei denen falsch? Aber können die auch mit dem Schwanz schlagen? Okay, das kann man nicht rollen. Oh, shit. Ich möchte irgendwie ein bisschen schneller sein. Ich muss mich gleich wieder umziehen. Wow. Fuck, ich bin tot. Doch nicht. Oh Gott, sind die ekelhaft. Wir haben ein richtig komisches Pattern. Ah, nach hinten rollen, okay. Easy. Ausdauer! Easy. Puh. Alter, ich hoffe, dass die nicht vom Bosskampf sind, ne? Dann raste ich aus. Dann gibt es aber gleich Tote hier. So, was habe ich denn? Etwas Leichteres? Ja, die hier wieder. Nur noch über 75. Helm ausziehen, was Leichtes. 1,8. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Was Leichtes. Der ist leicht. Bringt ziemlich viel Rüstung. Den nehme ich. Das ist Mr. Zwiebelhead. Aber wir können immer noch fit rollen. Ah! Bogen ablegen. Easy. So, was haben wir hier? Fossiler Drachenknochen dreimal. Das ist nice. Können wir irgendwie um die rumsneaken? Weil ich möchte die nicht alle bekämpfen. Dafür fühle ich mich nicht stark genug. Nur können wir durchrennen. Leuchtfeuer! Okay. Danke. So. Weiter geht's. Geht's hier, aber geht's hier nicht weiter, ne? Ja, ich muss hier lang. Ja, bring it on, bitch. Ja, schrei ruhig. Okay, der Angriff trifft mich immer, aber wahrscheinlich... Ah, ich kann entweder Beine anvisieren oder... Aha! This starts to make sense now. Hörst du bitte auf zu stampfen? Wie kommt er nicht damit klar, dass ich rechts um ihn rumgehe? Ich glaube, das mag er nicht. Opa. Easy. So, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich da lang. So, wie kriege ich jetzt einen von denen ran? Funktioniert das noch mit über die rechte Schulter zielen? Ja, es funktioniert noch. Sehr gut. Wenn ihr ungefähr über die rechte Schulter guckt, dann da schießt er dann hin, wenn ihr keinen Fadenkreuz zur Auswahl habt. Zumindest war das bei Dark Souls 1 genauso. Das war ganz cool, wenn man irgendwie Long Distance irgendwelche Sachen werfen wollte. Au. Ja, rechtsrum erwischt er mich nicht. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wie gesagt, ich hoffe, dass danach nicht der Bosskampf kommt, weil dann ist das hier Abfuck pur. Dann werde ich irgendwie nur noch durchrennen. Guck mal her, mein Kleiner. Aua. Ein Block. Mehr als wenn ich ausweiche. Okay. Oh, oh. Hui. Hey! Kannst dich doch nicht einfach wegdrehen. So. Haben wir den auch gleich? Hoppa. Hoppa! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht sterben jetzt.
heilen. Und zwar quick. Ui. Fuck! Ah! Hack zu! So, große Heilung, große Heilung, große Heilung. Drachenschuppe. Was kann ich mit einer Drachenschuppe machen? Gucken wir gleich nach. Erstmal hier durchkommen. Da ist tiefes Wasser, da sterbe ich, wenn ich reinlaufe. Das sieht man. Hier. Hurra für Geschoss. Hä? Also ich bin jetzt am Fuß des Tempels. Gute Arbeit, Leuchtfeuer dahinter. Okay. Ah, da wahrscheinlich. Aber was passiert, wenn ich das jetzt aktiviere? Drachenstein benutzen. Ah, das ist der, den ich vorhin gefunden habe. Ich möchte hier weg. Oh, eine Brücke. Aha, hahaha. Hahaha. Was ist das? Erz oder Erz? Erz oder Erz? Erz oder Erz? Erz oder Erz? Eindeutig. Ja, was gibt's hier noch? Außer Erz oder Erz? Lüg noch voraus. Versuch Sturzangriff. How about no? Etwas Erstaunliches voraus. Drakenblut-Großschwert? What the fuck? Schwarzstahl-Katana? Wann habe ich das denn bekommen? Ach, das ist auch noch aus der Lava-Festung. Was ist denn ein Drakenstahlblut? Okay. Der mache ich genauso viel Schaden. So. Ich glaube, wir haben dann... Wenn wir das jetzt aktivieren, kommen wir, glaube ich, wieder zum ersten Leuchtfeuer. Zumindest würde Sinn machen, weil da befinden wir uns gerade drunter. Weil da ist die Pyramide, da ist der See, da kommen wir her aus der Richtung. Das heißt, hier über uns müsste das zweite Leuchtfeuer sein. Und hier ist auch ein Fahrstuhl. Wir kommen voran. Nice. Irgendwie mag ich den Helm. Weil er ist leicht und bietet viel Schutz. Das ist praktisch. So. Ja, genau. Jetzt sind wir nicht da, wo ich dachte, wo wir sind. Gehen wir da jetzt rein? Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge rein. Also, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.